Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Na, sieht das nicht lecker aus? Diese super leckeren Mini-Pizzen gibt's heute und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für den Teig verwende ich 500 Gramm Mehl, 225 Gramm Wasser, ein Ei, 60 Milliliter Öl, einen Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz und eine halbe Packung frische Hefe oder ein Päckchen Trockenhefe. Und später für die Pizza verwende ich dann 150 Gramm geriebenen Käse, 20 Cherrytomaten, die habe ich halbiert, eine halbe grüne Paprika in kleine Würfel geschnitten und 10 bis 12 Salamischeiben, die habe ich so ein bisschen länglich geschnitten und später kommt noch Oregano drauf. Und das war's auch schon und jetzt können wir gleich loslegen. Als erstes nehme ich das lauwarme Wasser und den Zucker und dazu kommt die frische Hefe. Das rühre ich um, bis die Hefe sich aufgelöst hat. So, und jetzt warte ich 5 Minuten, bis sie richtig schön aktiv ist. Wenn die Hefe aktiv ist, kommt das Mehl dazu, das Salz, das Ei habe ich getrennt, das Eigelb benutze ich später, das Eiweiß kommt dazu und 60 Milliliter Öl. Und das wird jetzt zu einem geschmeidigen Teig geknetet. So, der Teig ist jetzt fertig. Es ist ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Der klebt nicht. Und den werde ich jetzt zu einem Ball formen und dann werde ich ihn abdecken und eine Dreiviertelstunde, Stunde gehen lassen. So, der Teig ist jetzt ganz toll aufgegangen und den werde ich jetzt noch ein bisschen so ein, zwei Mal kneten, falten und dann werde ich ihn schon in die Teile teilen. Und dann kann es auch schon weitergehen. Jetzt wiege ich den Teig einmal ab, damit ich weiß, wie groß die Stücke sein müssen. So, die Teigbällchen sind fertig. Ich nähe die Arbeitsfläche ganz leicht, dann nehme ich mir immer so ein Bällchen und rolle das so ein bisschen aus. Es geht auch ganz leicht, weil der Teig ist wirklich sehr geschmeidig und ist gut gegangen und dann kann man den auch viel besser ausrollen. Genau, und jetzt werde ich das so ein bisschen länglicher formen. War es auch schon. Und die Form tue ich jetzt auf ein Backblech. Das Backblech habe ich mit Backpapier ausgelegt. So, das erste Blech habe ich jetzt soweit fertig. Ich habe die jetzt verteilt auf dem Backblech. Ich hatte ja Ei zur Seite getan. Ich werde das ein bisschen mit Eigelb einstreichen. Nur so die Kanten. Und dann nehme ich ein bisschen von dem Käse. Tue den so in die Mitte. Ich mache das jetzt nicht wie eine Pizza noch extra mit Tomatensauce oder so. Sondern es soll ja was to go sein, was man so mal mitnehmen kann zur Arbeit oder so. Darüber kommen so ein paar Salamistreifen, ein paar Paprikawürfel und zwei Tomatenhälften. Dann noch ein bisschen Oregano. Und das war's auch schon. Und so werde ich jetzt die restlichen zubereiten. So, den Backofen habe ich schon jetzt angeschaltet. Der wird aufgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und währenddessen kann
können die Mini-Pizzen noch mal so 15 Minuten gehen und ich mache in der Zeit das zweite Blech. So, das erste Blech ist schon fertig und schaut mal, sieht das nicht richtig toll aus? Die sind super schön goldbraun geworden. Ich zeige euch auch mal die Unterseite. Hier seht ihr das, richtig schön. Meine Mini-Pizzen waren jetzt insgesamt 13 Minuten im Backofen und jetzt kann das zweite Blech auch rein. Diese kleinen Mini-Pizzen sind richtig lecker geworden. Probiert das Rezept unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.